Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio. So, beim letzten Mal haben wir die schöne Kupferfabrik aufgebaut und ich will zu Anfang noch was loswerden. Und zwar habe ich ein paar viele schöne Kommentare gekriegt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. KOL, bei dir muss ich mich in aller Form entschuldigen. Ja, ich habe es wirklich nicht gemerkt, dass ich da irgendeine Special-Folge rausgehauen habe, beziehungsweise eine, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich habe es auf jeden Fall einfach nicht mitgekriegt. Ja, es tut mir schrecklich leid. Irgendwann wird auf jeden Fall noch ein Special kommen. Es wird auf jeden Fall jetzt erstmal das 100-Abonnenten-Special geben, weil, ja, wie ihr vielleicht wisst, haben wir die 100 Abonnenten geknackt, was ich sehr, sehr, sehr nice finde. Das freut mich mega. Was ich jetzt allerdings erstmal machen wollte, ist hier die Steinfabrik mal eben wieder zusammenschustern. Weil die haben wir ja beim letzten Mal abgerissen. Jetzt weiß ich noch nicht, was brauche ich dafür. Ich muss eigentlich nur Stein herstellen. Ich mache das mit zwei Öfen, oder zwei Öfen reicht locker. Da brauche ich nicht groß jetzt hier was aufzubauen. Haben wir noch Öfen übrig vom letzten Mal? Ich weiß es gar nicht, schon ein paar Tage wieder her. Ich baue einfach mal ein paar. Ich baue ein paar Öfen. Wir müssen Stein herstellen, wir müssen ein paar Mauern herstellen. Ich denke, das ist easy going. Das kriegen wir schnell hintereinander. Und dann haben wir das auch wieder aufgebaut und können hier getrost unserem alltäglichen Geschäft weitergehen. Ich würde sagen, wir machen das so. So. So, dann hätten wir hier eine Anbieterkiste mit dem Zeugs. Ich würde direkt noch eine zweite dahinter setzen, weil ich die hier noch leer machen werde. Die werde ich direkt hier einlagern. So, bevor das jetzt hier alles voll wird. So. Ich tüte direkt mal zwei Stacks wieder ein, die können wir gebrauchen. So, hier fehlt Strom. So, und dann hätten wir das und daraus können wir jetzt eigentlich easy ein paar Mauern herstellen. Ups, das war falsch. So. Da. Zack und zack. Dann kann ich hier die Anbieterkisten mitnehmen. Die können wir noch gut woanders gebrauchen. So, dann sollte das eigentlich... hier lagern wir das alles ein. Passt. Decks würde ich gerne behalten. So, eine reicht. So. Jetzt muss ich noch ein bisschen Krempel loswerden hier. Ich habe hier nur leider überhaupt gar keinen Platz gerade. das hier ist Kupfer, ne? Das heißt, ich kann Kupfer hier reinschmeißen. Eisen. Habe ich auch irgendwo Eisen? Ne, Eisen könnte ich rein theoretisch hier einfach aufs Band legen. Ja, das dürfte eigentlich rausgefiltert werden. Da, wo es hingehört. Sehr gut. Okay. So. Wie sieht der weitere Plan aus, Freunde? Der ist schon mal tot. Hier müsste ich noch kurz so ein bisschen umbauen, dass wir den Rest auch noch loswerden hier. So. Hier hinten muss noch irgendwas hin. Da habe ich sie. Das könnten wir so machen. Und den baue ich nach da oder nach hier. Dann drehe ich den aber um. So, sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Die haben zwar nicht mehr so viel, aber hierfür reicht auf jeden Fall, denke ich. Ja, das sollte... Oh, die muss ich noch begrenzen hier. Dann machen wir mal zwei Reihen, das reicht. Mehr brauchen wir da nicht. Ich hatte ein paar gute Tipps bekommen, auch was die Energieversorgung und alles angeht. Zum Beispiel, dass man die Labore unabhängig von der anderen Energie aufbauen sollte. Wenn die nicht die volle Energie haben, das heißt, ihr seht das rechts Elektrizität, den grünen Balken, wenn der nicht voll sein sollte, dann wandeln die wohl die Fläschchen nicht mehr komplett in Wissenschaftspunkte um. Das wusste ich tatsächlich nicht, das war mir neu. Danke auf jeden Fall für die Info, aber... Ich denke, ich werde das jetzt hier so lassen, wie es ist, weil unsere Stromversorgung ist recht stabil im Moment, würde ich sagen. Wir fahren zwar immer noch mit teilweise Generatoren, aber 20.
Mal eben nur noch 20. Okay, 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 okay. Dann bauen wir das hier nochmal um. Das ist alles. Ist alles weg. Alles weg. So. Also ich finde es auf jeden Fall klasse, dass ihr euch da so, ja, dass ihr euch Gedanken mitmacht und Ideen habt und finde ich super, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so klasse bei euch ankommt, auch dieses Spiel Factorio. Ist ja auch ein spezielles Spiel, ja, ist ja auch nicht für jedermann was. Man kann jetzt nicht sagen, dass das so ein Allrounder-Spiel ist, ja, wie, weiß ich nicht. Was gibt es für Spiele, die jeder fast spielt? Ja, Counter-Strike hat jeder wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen oder gespielt, aber Factorio ist ja so eine andere Hausnummer. Wer nicht auf Aufbauspiele steht, der ist mit Factorio falsch bedient, ja. Da gibt's schon, ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ihr versteht mich, da bin ich mir sicher. Ja, was machen wir diesmal? Ich würde sagen, wir werden, wir haben ja, warte, hier unten müsste ich doch eigentlich noch Solarzellen aufbauen können mittlerweile, oder? Ja, jetzt kann ich hier eigentlich weitermachen. Und kann hier zumindest, ich habe zwischendurch mal die Produktion von Solar und alles erhöht. Jetzt kann ich hier schön weiter Solarfelder hinzimmern. Machen wir so, weil der Platz nicht so ganz reicht. Übrigens, falls der Platz nicht reicht, habe ich auch einen guten Tipp gekriegt. Ja, ey, das ist echt klasse, was ich hier für Tipps bekomme. Wenn man die Steuerungstaste drückt, glaube ich, war Steuerungstaste, und da was im Weg ist, dann baut er das trotzdem dahin und wird das dann... warte mal, ich muss ja die Masten muss ich ja selber bauen, ne? Da muss noch was gebaut werden. Komm schon. Danke. Der den Rest alles gebaut? Ja, ja, ja. Okay, hier wird wieder angegriffen. Okay. Möchtest du rein, Kollege? Jawohl. Ich würde mir gerade mal so ein bisschen Landfill holen, um da unten noch so die ein oder andere Solarstation hinzubasteln. Da haben wir ja hier eigentlich... Oh, was wir Landfill haben, Leute. Was wir hier rumfillen können, das ist der Wahnsinn. Können hier ein neues Land erschließen, aber vom Feinsten. Vom Feinsten. Coole Sache. Coole Sache. So, die natürliche Barrikade des Wassers lassen wir natürlich bestehen. Das ist natürlich gar keine Frage. Aber so ein bisschen extra Land hier ist doch auch was Feines, hä? Schon alle? Nee, ich wollte gerade sagen. Ist doch noch nicht alle hier das Landfill, oder? Warte mal, ich könnte doch die jetzt eigentlich hier mit so einem Laserturm ärgern, oder? Geht er bis dahin? Nicht ganz. Nee. Nee, ach komm. Komm. Fehlt mir wieder Material, oder was? Benötigen Bauroboter. Okay. Ah ja, die sind einfach noch nicht so weit. Ich dachte, es würde wieder Material fehlen. Was dürfte eigentlich noch genug da sein? Warte, jetzt probiert das mal aus. Jetzt steht was im Weg, ne? Shift-Taste, jawohl. Und dann lässt er das einfach weg mit der Shift-Taste, Leute. Hundertprozentig, hundertprozentig. Ah, sehr schön. Entschuldigung. Die nächste Tipps und Tricks-Folge, die schreibt sich quasi von alleine gerade. Ist auch was Feines. Freut mich. Das freut mir. Da passt auch noch einer hin. Ah, herrlich, herrlich, Freunde. Was ist hier los? Habe ich keinen Masten? Ich habe tatsächlich gar keinen Masten mehr. Muss ich mal so ein paar wieder basteln. Weil die brauchen wir immer. So, und die Aliens, die werden natürlich auch immer mutiger hier. Die kommen im Sekundentakt, aber das ist mir herzlichst egal im Moment. Wir wollen hier Strom. Und zwar nicht wenig. Ich werde mal meine Bauroboter freilassen. Oh, kackt gerade der Strom ab? Er kackt gerade ab. Wahrscheinlich, weil die Bauroboter echt zu viel saugen gerade. Jawohl. Oh, die Lasertürme. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, ich werde fett angegriffen. Ich werde fett angegriffen. Sobald die Lasertürme saugen, dann geht's natürlich rund. Das ist steht außer Frage.
Deswegen müssen wir auch unbedingt noch ein riesengroßes Akkufeld bauen. Ja, wir brauchen Akkus ohne Ende, damit wir hier stromtechnisch echt völligst abgesichert sind. Weil, ihr wisst warum, brauche ich gar nicht zu erklären. So, irgendwas wollte ich gerade holen. Ich habe es echt tatsächlich... Achso, genau. Ich wollte ein paar Bauroboter dazu basteln. Funktioniert das hier alles? Ja, ne? Ja, ein bisschen Stahl können wir hier wieder reinschmeißen. Das habe ich immer noch nicht automatisiert. Ich glaube, ich werde das auch mein Lebtag nicht mehr hinbekommen, dass das hier automatisch läuft. Ach komm, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich schaff das. Ich brauche nur eine... Ich brauche eine Anforderungskiste, Mann. Und dann fordere ich da Stahl an. Ich fordere Stahl an. Und zwar 100 Stück. Und dann funktioniert das von alleine, Freunde. Ich schaffe es. Ich habe es geschafft. Yes! Das war jetzt so ein großer Aufwand hier, dass ich, unnötig viel... Ich will mal ein größeres Eisenlager hier hinbauen. Eisen kann man immer ganz gut gebrauchen. Ja, und, warum nicht? Warte mal, hier können wir auch noch reinschieten. Und hier auch. Dann läuft das hier quasi wie von alleine. Sehr, sehr schön. Es wird zwar da unten eventuell etwas abkacken, aber wir lagern gerade mal ein, weil hier auch die Maschinen stillstehen, beziehungsweise die stehen nicht still, weil sie nichts haben, sondern die stehen einfach still, weil das Lager voll ist, ja, also weil nichts wegtransportiert wird. Dann können wir doch hier mal easy gerade ein größeres Lager hinbasteln, oder? Würde ich sagen, kann man machen. Und ja, den machen wir wieder weg und den auch. Wir lassen die normalen zwei, die das rein, damit hier noch was durchgeht, weil sonst schmiert das hier unten ab und das will ich nicht, ja. Das soll schon weiterlaufen, ja. Also so füllt sich das auch nach und nach. Ja, sollte alles funktionieren. Und was ich auch machen wollte ist, wir haben zwar hier noch einen kleinen Puffer jetzt von der Munition her, aber ich wollte so langsam mal komplett von dieser Munitionsklamotterie wegkommen. Das heißt, das Ganze mal umzubauen, so dass wir mit Lasertürmen fahren, ja, dass wir das ganze Munitionsgemachse und Geschütztürmerei hier sein lassen können. Wir müssen mal noch eben was forschen. Was forschen wir da mal eben fix? Granatos? Ne, Granatos nicht. Komm hier, 50 Dinger, ist schnell weggeforscht. So, irgendwas wollte ich gerade holen. Genau, Lasertürme. Lasertürme wollte ich holen. So, 50 Stück haben wir am Start. Wie sieht das? Achso, mir wurde übrigens gesagt, ich soll doch mit Festbrennstoffen arbeiten. Ich denke mal, damit ist gemeint hier das hier. Damit ist das mit Sicherheit gemeint, weil das sind Festbrennstoffe. Und ja, da hatte ich zwar eine Antwort zugeschrieben, aber ich habe halt begrenzte Ölvorkommen. Ja, ich habe hier oben ein paar Außenposten mit Öl. Das sind mittlerweile sind recht viele sogar. Sind 10, 12 Stück. Hier haben wir noch zwei. Und ansonsten müssen wir hier unten hin expandieren. Hier hatte ich noch einiges gefunden. Hier ist ein riesengroßes Feld. Hier auch. Aber ich habe halt begrenzte Ölvorkommen. Deswegen nutze ich das Öl im Moment nur für das Nötigste. Das heißt hier für den Kunststoff, der aber schon wieder schwer am Abnehmen ist. Das heißt, hier kommt wieder zu wenig Petroleum an. Ist echt schade, ja. Aber ich weiß nicht, was ich sonst großartig machen soll. Ich habe zwar genug Öl, aber ich glaube mal, ich muss noch eine Maschine dazu basteln. Wir machen gleich mal noch eine Ölfabrik dahin. So, die Forschung war gerade fertig. Das heißt, wir können... Ja, was forschen wir denn mal? Puh, ich mache mal hier so ein paar Raketen. Und hier oben die Ecke wollte ich dann als erstes mal umbauen, ja. Das wäre so der erste Akt hier. Das kommt alles weg. Das auch. Die Lasertürme auch. Und dann kommen da nämlich neue Lasertürme hin. Weiß nicht, kann man die eigentlich überbauen? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Das funktioniert nicht. So, wir machen hier natürlich ordentlich was hin. So, ich weiß nicht, wer das hier abreißen will, aber die, die das abreißen wollen, die kommen einfach nicht in die Schwünge. Ja.
Deswegen mache ich das einfach selber. Wenn man, es muss alles muss man selber machen. Unglaublich. So, hier war glaube ich so eine kritische Stelle. Hier würde ich eventuell direkt mehr setzen. Direkt eine ganze Reihe. Macht mehr Sinn, glaube ich. Den brauchen wir nicht. Dafür können wir den nehmen. Und dann haben wir hier oben zumindest schon mal die Munition weg. Das heißt, wir können das ganze Band bis hier hinten schon mal abreißen. Ja, das ist auch der Hauptgrund, weil das Band stört mich einfach. Das sieht super hässlich aus. Und ja, ist schon ein bisschen kacke, ja. Muss ich einfach sagen. Ich mache das jetzt auch mit dem Abrissplaner, weil ich das nicht im Inventar haben möchte. Das können die anderen im Inventar haben. Nicht ich. Nicht ich. So, jetzt muss ich aber an die Seite gehen, weil sonst fliegen meine doch wieder los. Wenn ich... Habe ich eigentlich welche? Nee, habe ich... Doch. Aber ich kann die alle arbeiten lassen. Dann fliegen nämlich keine los, weil ich keine habe. So, nehmt den ganzen Scheiß hier mit. Sehr gut, sehr gut. Das Holz könnt ihr auch noch abreißen. Macht damit, was ihr wollt. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch noch ein bisschen Landfill, aber so viel hatte ich gar nicht mehr. So, wir brauchen eh mehr Roboter. Wir brauchen einfach mehr Roboter. Ich will hier alles voller Robis haben. Wir haben gerade einmal 150 Logistik und 167 Bauroboter. Das klingt auf den ersten Moment recht viel, ist es aber eigentlich gar nicht. Weil teilweise, wenn man später mit dieser Methode hier weiterarbeitet, das heißt alles Mögliche einfach nur mit Logistikrobotern macht, dann sind 1000 Logistikroboter eigentlich gar nichts, ja. Das muss man... Alter, wie schnell das voll ging. Vorhin war 1000 Stück mal eben eingeladen. Krass. Krass, 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 wie das abgeht hier. Das ist auch cool. Das tun wir erhöhen, damit die Maschine weiterläuft. Oder eher gesagt, damit wir einfach mehr haben. Wie viel haben wir denn hier drinne? Boah, 230. Ach jo, hier muss ich wieder grüne nachfüllen. Ah, wir haben einfach so herrlich viel. Das ist phänomenal. Füllen das einfach alles da rein. Und ich muss mal zusehen, ich muss mein Inventar irgendwie leer bekommen. Ich lasse jetzt alles abholen. Alles, was ich jetzt in irgendeiner Art und Weise nicht brauche, sei es so ein paar Platten hier oder was auch immer, kommt jetzt weg. Ich will es nicht mehr haben. Ich will Platz im Inventar haben. Und wir brauchen das gar nicht. Und wenn wir es brauchen, dann holen wir es uns, ja? Wir wissen doch, wo alles liegt. Wir können das alles sauber mitnehmen. Wir brauchen das doch hier nicht... mit uns rumzuschleppen. Hier, solche Eisenkisten. Die weder verbaue ich die noch sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht, warum ich hier 50 Stahlkisten drin rumfliegen habe. Oder 58. Da können wir getrost erstmal welche von wegbringen. So, so viele Knickis. Braucht auch gar kein Mensch. So, da unten habe ich nochmal 50 Knickis. Ja, das ist alles... Kann alles weg hier. Alles weg hier. Generatoren. Und hier einfache Knickis und was haben wir noch? Schienen. Stapelknickis braucht man. Stapelknickis sind wichtig. Teiler, alles, alles Schrott und Müll und weg mit dem Zeug hier. Munition. Holt das alles ab. Bringt es dahin, wo der Pfeffer wächst. Das ist mir scheißegal. So viele Lampen. So viele Reparaturkits. So, okay. Den Rest würde ich tatsächlich behalten, obwohl Kunststoff brauche ich nicht. Die 7 Stück brauche ich auch nicht. Hier geht irgendwas kaputt. Wo geht was kaputt? Ach du Kacke. Die zerfetzen mein Lager da unten. Oh, ich muss los. Ich muss los. Ich habe kaum Munition. Ich habe kaum Munition. Danke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, kommt zufällig ein Zug gerade runtergefahren? Nein, der mich mitnehmen könnte? Nein, natürlich nicht. Weg, ich habe keine Zeit. Haut ab. Haut ab. Alter, die haben mitten auf meiner Schiene, haben die sich hier ein Lager gebaut. Ich muss unbedingt mal aufräumen. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Alter, die machen alles kaputt. So, warum habe ich keinen Strom? Wo ist der Strom gekappt, Mann? Ach, da oben war so ein Feld, was was stromlos war, ne? Shit. Der hier ist es.
Okay. Okay, Freunde. Die wollen Krieg. Wir können ihn haben. Die bauen einfach direkt an mein Lager. Das wurde mir übrigens auch gesagt, dass das gefixt wurde, beziehungsweise ab der 013 wurde das geändert, dass die... Oh, Backe. Oh, Backe. Gut, dass ich Bauroboter haben, die machen das hier. Die regeln das. Die reparieren hier wieder alles. Sollte ich hier vielleicht so ein paar kleine Solarfelder reinbasteln, dass für den allergrößten Notfall noch so ein bisschen Saft da ist? Wäre das eine Möglichkeit? Wahrscheinlich eher nicht so. Die zwei lahmen Ärsche hier, okay. Ja, wie soll ich das machen? Soll ich um jeden Masten einfach Lasertürme drumherum klatschen? Würde das Sinn ergeben? Wäre das eine Lösung? Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht eine Lösung, wäre aber Unmengen an Materialverschwendung, weil wir hier für jeden 8 Lasertürme bräuchten. Und das ist natürlich auch nicht mal eben gebaut, ne? Das muss man auch dazu sagen. Allerdings wäre das Ganze dann geschützt. Und ich sag mal so, scheiß auf Material, wenn es sein muss, muss sein. Ah, die regen mich auf hier, die ganzen Aliens. Wie viele hier einfach schon wieder sind, ja? Wie viele Aliens hier schon wieder sind. Ohne, dass ich irgendwie denen das erlaubt hätte, hier sein zu dürfen. Ich würde ja gerne einfach alle auf die Schienen locken und im Zug durchfahren, ja? Das hätten sie mal verdient. Aber wir müssen jetzt mal eben fix hier aufräumen, beziehungsweise wir sind zwar schon am Ende der Folge, aber was muss, das muss, ihr wisst es, Freunde. Und wir können uns hier nicht einfach so, wie soll man das, kampflos ergeben, wenn die Aliens meinen, sie müssten hier kommen und einen auf dicke Hose machen. War da gerade Stein drin in dem Zug? Habe ich da gerade Stein gesehen? Nee, Eisen, Kupfer, ich dachte schon. Okay, warte, das Lager machen wir auch noch weg hier. So, Freunde, wir sind am Ende der Folge angekommen und ja, es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen viel erzählt, glaube ich, aber ich hoffe, das war nicht ganz so schlimm. Wir werden in der nächsten Folge hier die Lasertürme noch hochziehen. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Ihr seid alles Sackfressen, ey. Unglaublich. Ja, wenn es sein muss, dann muss es halt so sein. Wenn die es nicht anders wollen, bitte, dann bekommen sie es so. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.